muss einfach Kunst machen. Man muss diese Idee umsetzen und vergisst dann teilweise am liebsten die ganze Welt. Und dann kommt man natürlich immer mehr zu dem Thema, weil man dann natürlich auch sich die Fragen stellt, warum lebe ich, warum will ich das jetzt ausdrücken, warum beschäftigt mich diese Frage, dieses Thema. Als Künstler will man ja immer einen Inhalt vermitteln, versucht es zumindest, möchte dann unbedingt jemanden erreichen, dass er sich möglichst das Werk anschaut und dieses Gefühl spürt, oft auch diese Frage und wenn ich vielleicht Glück habe, auch eine Antwort. Das ist mir sehr wichtig. Das ist auch das Hauptziel bei meiner Kunst, dass ich Gefühle locke. Dass ich ganz einfach die Leute, jemand, der an sowas überhaupt nicht denkt, sich das Objekt anschaut, an Dinge denkt, auch wenn es alte Erinnerungen sind, irgendwelche Ängste, Freude, wenn ich sowas auslöse, das ist für mich einfach das Höchste. Dass man noch genauer hinschaut. Und hat diese Tiefe entdeckt. Und das ist das Interessante an den verschiedensten Materialien. Wenn man jetzt zum Beispiel Stahl nimmt, der hat für mich doch was Warmes. Nimmt man zum Beispiel Edelstahl, Blei, Aluminium, sind für mich eher sehr tote Materialien und haben eigentlich eher eine Kälte. Aber das ist wieder andererseits der Reiz für mich gewesen, diese Materialien zu nehmen, weil ich auch gerade mit Aluminium arbeite und diese Kälte beseitige. Ich will unbedingt dann wieder da einen Bogen spannen zur Natur. Und dann habe ich so lange rumexperimentiert, dass ich es geschafft habe, mit Aluminium und auch mit Edelstahl einfach, dass es gerade zu organischen Formen, gerade der Natur, sehr nahe kommt. Dass man sagen kann, das ist einfach nicht dieser typische Aluminiumcharakter, sondern das ist wie beim Stahl und so, da hat man eher ein bisschen wärmeres Gefühl, dass es einfach ein angenehmeres Gefühl hat. Das ist ein Gefühl, wie wenn ich in der Natur bin, einen Baum sehe, das ist ein ganz tolles Gefühl. Natur ist eigentlich was ganz Wichtiges, wo wir eigentlich herkommen, was wir vergessen, einfach zu oft durch unsere technische Gesellschaft. Ich finde es deswegen gerade wichtig, mit diesem Werkstoff einfach auch immer noch versuchen, eine Verbindung zur Natur zu schaffen. Gerade durch Symbole, durch Tiefe und vor allem natürlich durch Gefühle. Man lenkt die Menschen ab von wichtigen Fragen, weil die Natur eigentlich sofort Fragen beantwortet. Und ich glaube, durch die neue Technik entstehen eigentlich immer mehr Fragen. Je mehr ich versucht habe, mehr auszudrücken, komplizierter zu machen, umso mehr Fragen hatte ich oft danach. Und deswegen wollte ich immer mehr versuchen, wieder zu einer Sprache auch zurückzukommen, die mehr aufs Wesentliche wiederkommt. Und diese wesentliche Sprache, finde ich, ist die Natur, weil die eigentlich sehr einfach ist und vor allem diese Verbundenheit, die wir zur Natur haben, weil wenn die auch weg wäre, glaube ich, würden alle Menschen sofort eingehen. Man schaut immer genauer hin, sieht, je einfacher und zentriert man sich was anschaut, umso mehr Tiefe ist da. Nur, dass wir alles zu oberflächlich anschauen. Eigentlich haben wir die ganzen Antworten oft vor uns. Und wir sehen sie gar nicht mehr, weil man einfach mit so vielen Dingen beschäftigt ist, abgelenkt ist, Reizüberflutung, überhaupt den Alltag zu meistern.